Profiboxen ist ein Millionengeschäft. Auch Mixed Martial Arts ist ein Millionengeschäft. Die federführende UFC machte allein im Jahr 2008 einen Umsatz von 250 Millionen Dollar. Und bei solchen Summen nimmt man den Tod natürlich billig in den Kauf. Aber darüber, liebe Kolleginnen und Kollegen, schweigt sich Ihr Antrag leider aus. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist eigentlich in Bezug auf die Gewaltverherrlichung beim Wrestling? Auch wenn es sich dabei nur um eine Mischung aus Sport und Theater handelt, meinethalben, bei dem der Sieger schon von vornherein feststeht, sind doch faire, in Anführungszeichen, Auseinandersetzungen geradezu unerwünscht. Sie kennen, denke ich, alle diese Bilder aus dem Fernsehen. Mehrere Gegner gehen auf einen Gegner los, auch wenn er am Boden liegt, wird auch er dort weiter angegriffen, Angriffe erfolgen von hinten, sogar mit Stühlen wird aufeinander eingedroschen. Und das Schlimmste, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Rande grölen Erwachsene und Kinder zusammen fröhlich mit. Aber niemand kommt auf die Idee, diese Art von Wettkämpfen verbieten zu wollen, denn auch hier geht es um viel Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber Feindbilder werden somit in Kinderköpfen geschaffen. Gewaltverherrlichend ist das auch und mit Sicherheit für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nicht gut. Und Videospiele, die in diesem Bereich stattfinden, sollen ja der Renner sein. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, ich weiß nicht, was Sie bewogen hat, diesen Antrag in dieser eingeschränkten Art und Weise zu stellen. Vielleicht mangels anderer Themen. Ich bin überzeugt, es hätte andere Handlungsmöglichkeiten gegeben, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich muss Ihnen sagen, dass es viel mehr zu tun gäbe, wenn man sich mit dieser Materie auseinandersetzt, als dass es Ihr Antrag beschreibt. So bleibt Ihr Antrag leider eben auch nur ein Schaukampf. Offensichtlich mangels anderer Koalitionsthemen. Dennoch werden wir Ihrem Antrag zustimmen. Wir hätten uns aber gewünscht, eine intensive Debatte zum Beispiel im Innenausschuss dazu führen zu können. Dankeschön. Danke, Herr Ritter. Um das Wort hat jetzt gebeten der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herr Cafier. Herr Cafier, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, lieber Kollege Ritter, Ihr Redebeitrag alleine hat schon gezeigt, dass es sinnvoll ist, diesen Antrag zu stellen, um eine gewisse Diskussion zu führen. Und ich glaube schon, dass man sich hüten sollte, beispielsweise Mixed Martial Arts zu vergleichen, ansatzweise mit dem Boxsport. Alleine da ist schon durchaus eine Diskussion. Denn die Materie, mit der sich der Landtag heute beschäftigt, nämlich eben mit dieser gewaltverherrlichenden Art von Veranstaltung, hat indes aus unserer Ansicht und Auffassung nichts, aber auch gar nichts im Geringsten mit dem Sport zu tun. Und insofern schon auch ein Unterschied zum Boxen als anerkannte olympische Disziplin. Und so ist es eigentlich ein Widerspruch in sich, wenn ich als Sportminister heute hier vor dem Landtag zu dem von den Regierungsfraktionen eingebrachten Antrag spreche. Aber zugleich bin ich auch dankbar dafür, dies zu tun. Zielt er doch in die richtige Richtung, und zwar darauf ab, diese sogenannten Kampfveranstaltungen als das zu bezeichnen, was sie sind, nämlich als gewaltverherrlichende, als die mit der Menschenwürde unvereinbare Exzesse. Diese Kampfveranstaltungen, die unter dem Namen Mixed Martial Arts oder MMA zusammengefasst werden, insbesondere das sogenannte Ultimate Fighting und das Extreme Fighting, drängen derzeit sehr aggressiv auf den Markt in Deutschland. Und ihre Organisatoren versuchen europaweit Veranstaltungen durchzuführen. Das Sportfernsehen DSF bietet bereits feste Sendezeiten und eine Reality-Show zu den MMA an. Köln und Kiel waren bereits Veranstaltungsorte. Mit Blick auf die nicht hinnehmbare Entwicklung wird sich die Sportministerkonferenz noch in dieser Woche am 19. und 20. November mit dieser Thematik befassen. Und sie wird sich dabei veranlasst sehen, Folgendes klarzustellen. Derartige Kämpfe suchen den Begriff des Sports als Deckmantel, um dahinter den Charakter als reine Inszenierung von Brutalität und Gewalt kaschieren zu können. Diese Veranstaltung, bei denen wichtige Grundregeln des Sports und gesellschaftliche Grundwerte, ein faires Miteinander, grob missachtet werden, verfolgen rein kommerzielle und gewaltverherrlichende Interessen und haben
mit sportlichen Wettbewerben nichts gemein. Es ist daher nur konsequent und begrüßenswert, wenn auch der Deutsche Olympische Sportbund in seiner Erklärung vom 3. November klarstellt, dass Ultimate Fighting als Teil der sogenannten MMA kein Sport ist. Angesichts dieser Gewaltexzesse der jüngsten Vergangenheit sind alle gesellschaftlichen Kräfte aufgerufen, Entwicklungen entgegenzutreten, die die Ausübung von Gewalt mit dem Etikett von üblichen gesellschaftlichen Handlungsformen versehen wollen. Besonders bedenklich ist, dass MMA-Wettbewerbe in Einzelfällen auch schon auf den Kinder- und Jugendbereich ausgedehnt worden sind. Auch der Jugendschutz dürfte bei der Klärung möglicher Verbote daher ganz entscheidend gefordert sein. Meine Damen und Herren, eine klare politische Distanzierung ist das eine. Darüber hinaus muss es aber auch darum gehen, alle rechtlichen Instrumentarien auszuschöpfen, um diesen Exzessen von Gewalt nachhaltig Einhalt zu gebieten. Gewerberecht und allgemeines Ordnungsrecht sind die Materien, die derzeit davon berührt sind. Es wird dabei zu untersuchen sein, inwieweit die dortigen Eingriffsnormen ausreichen, auf rechtsstaatlicher, solider Grundlage öffentliche Auftritte jener brutalen Art unterbinden zu können. Wir werden diese Frage in Zusammenarbeit mit dem für das Gewerberecht zuständige Wirtschaftsministerium mit Nachdruck nachgehen und, nachdem wir die Handlungsmöglichkeiten ausgelotet haben, auch entsprechende Hinweise an die zuständigen Behörden weitergeben. Die in dem Entschließungsantrag der Regierungsfraktion aufgestellten Forderungen nehme ich dabei sehr gerne in diese Verhandlung mit auf. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Minister. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Dr. Timm von der Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich habe mir zur Vorbereitung dieser Aussprache Bilder und Filme im Internet angesehen zu dieser, ja, was auch immer das ist, also zu diesen Auseinandersetzungen, und finde nicht nur, dass der Antrag berechtigt ist, sondern wie schlimm hier eine sogenannte Kampfsportart ausgetragen wird, das muss unbedingt verboten und überall auch verhindert werden. Hier ist die Geschmacks- und natürlich vor allem die Schmerzgrenze dessen, was wir auch politisch zulassen dürfen, deutlich überschritten. Ich gebe Herrn Ritter völlig recht, Herr Ritter, wenn Sie sagen, dass diese Grenze könnte auch anderswo bereits überschritten worden sein. Darüber kann man auch gut diskutieren. Heute geht es allerdings um diesen Antrag, und ich meine, wir sollten darüber diskutieren, was hier sozusagen von den Koalitionsfraktionen beantragt worden ist. Was mich etwas freundlich gesagt irritiert, ist eine Pressemitteilung des Kollegen Rathjen von der FDP.